Don't you know when the wind don't blow, the red dead sun burning up our homes. Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wir haben ja in der letzten Folge gesagt, wir wollen jetzt hier zu unserem Tierfotografen. Und ich glaube, der steht hier oben irgendwo. Mal gucken, ob wir ihn finden. Da hier vorne steht er doch schon. Gucken wir mal, was er jetzt will. Wir gehen mal hin. Mal schauen. Mr. Mason! Alter Schwede, Banner wäre da runtergefallen. Ich will be careful up here. Land is real treacherous. Sure. Real treacherous. I've been here before. Have you? Yes. Funny how things turn out. Never quite how you expect, is it? No, I don't suppose it is. What you shooting? Eagles. You know, the images, they really are beautiful. All thanks to you. I'd be some poor creature's bad meal by now, many times over, but for you. Oh, it's my pleasure. Please, step away from the cliff edge. But I'm trying to get an eagle there. Yeah, they're beautiful. But unlike you, they can fly. Too true. You really must think I'm a buffoon, don't you? You think I'm such a dimwit, I'd just slip off the edge of a cliff. No, but, well, maybe a little. Please, sir. Alter, I'm dense, mach dich von der Kante da weg. This area is quite safe. Quite. Quite. Oh, oh! Alter, was ein Haiopai. You are right. I am that much of a buffoon. Give me a hand, please. Put me out of my misery. Come here. Das ist so ein Haiopai. Oh, thank you. Hör auf einen alten Cowboy. Bugger the eagles, I'm going home. You know, I really did get some amazing pictures, thanks to you. And somehow, I haven't quite broken my neck. You take care. And you too, sir. Sorry for all the trouble. Oh. Gut. Das war's schon. Gut. Alles klar. Mission abgeschlossen, ist es. Bronze? Nee, einfach nur so. Okay, alles klar. Gut, dann können wir ja zu einer weiteren Mission aufbrechen. Ich habe auf dem Weg hierher noch eine gesehen. Ich setze mal gerade einen Marker. Und zwar, wo sind wir denn zu Hause? Hier. Da ist auch noch eine. Ein bisschen blöd, dass man die nicht immer gleich auf der Karte, ich sollte vielleicht nicht so dicht an der Kante lang reiten, nicht immer gleich auf der Karte sieht. Sondern erst, wenn man näher rankommt. Ich weiß, es ist auch noch eine in, wie heißt das, Kaff? Valentine, genau. Hier ist auch noch eine. Und hier ganz oben, ich glaube, hier oder so, ist, glaube ich, auch noch eine. Irgendwie hier so die Ecke. Gut. Aber jetzt gehen wir erstmal zu der, die ich gerade markiert habe. Dann können wir ja vielleicht nochmal nach Valentine und immer schön freundlich grüßen. Wir wollen unseren Ruf wieder auf Vordermann bringen, weil wir sind ja ein lieber Outlaw und deswegen müssen wir zusehen, dass wir hier einen gescheiten Ruf zusammenkriegen, irgendwie. Mal schauen. Ich werde auch wieder ein bisschen was in die Teamkasse spenden, das gibt auch nochmal ordentlich Ruf. Jedem Ärger. Alter. Die hört sich nicht so an, als ob sie nicht schuld ist. Hast du Stimme? Das mit dem Reh eben habt ihr nicht gesehen. Ich erzähle dir was von Ehre und Ruf aufbauen. Und bereite erstmal ein unschuldiges, jungfräuliches Reh. Verdammt. Irgendwie grüßen die mich auf dem Pferd nicht. Ich habe mir in der Wildnis wohl Schiss, dass sie überfallen werden, wenn ich hier freundlich bin. Jetzt
Jetzt wollte ich gerade den Hirsch grüßen, ich Idiot. Oh Mann, ich hab gedacht, da steht einer. Ja, die beste Möglichkeit für solche Grüßaktionen ist halt immer noch Saint-Denis. Können wir richtig Vollgas geben. Mein Pferd müsste doch eigentlich auch bald 4 sein. Von der Verbundenheitsstufe. Da seht ihr schon auf der Karte. Da reiten wir jetzt mal rüber. Yep. Ah, was wird? So, aber erst reiten wir die Markierung weg. Da. Nun gucken wir mal, was es hier so gibt. Da steht ein Zelt. Ich nehme mal an, wir müssen da hin. Ja, warte mal, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir hier hochkommen. Alter. So ein Honk. Tut mir leid, Pferdchen. Alles gut. Hier vielleicht, bumm. Okay, da vielleicht nicht. Aber hier. Halt, ich muss doch da hoch. So, mal gucken, was es hier so gibt. Was ist denn hier los? Brokeback Mountain, oder was? Hey, Mister. Oh, hey, Friend. You boys don't look so fresh. Alter, das ist doch Mr. Black und Mr. White, oder? We ate some bad mushrooms. Bad business, sure. It's been real tough, partner. So it seems. I hate to ask, but we need some medicine. Kind of fast. Medicine? Yeah, look at us. Look at me. And he's worse than he looks. Oh. And he looks like shit. He ain't gonna last 3 days. And me, I ain't well. Not at all. Not at all. I'm begging you, partner. Ich hab doch Medizin dabei. Kann ich denen das nicht einfach geben? Ja. Why? I told you you'd help us. I told you, did I? You did. You told me. You told me a lot of things. We're gonna be all right, buddy. Are we? Well, physically. Drink this. I'll give it to Black first. No. I'll give it to White. No, no. Drink this and shut up. Thank you. Oh, that's good stuff. Ooh. But listen, I reckon you boys should get on out of here. Maybe split up. Head up north or overseas. They don't like groups of men. I know. I hear you, boss. Immer gern geschehen. Aber witzigerweise, warum? Jetzt streiten sich wieder. Das sind so Eierköpfe. Ich würde sagen, wir sind gar nicht. Nein, das will ich doch gar nicht wissen. Wir sind gar nicht so fern von Valentine weg. Deswegen würde ich sagen, wir machen da noch schnell die Nebenmission, bevor wir dann zur Hauptmission übergehen. Ich muss gucken, wo ich hier wieder runterkomme. Am besten so. Und da wieder hoch und da wieder runter. Alles klar, jetzt hat es mein Pferdchen gelernt. Jetzt haben wir es drauf hier. Ein gespieltes Team. Wir können mal ein bisschen querfeld einreiten. Nicht die ganze Zeit die Straße lang. Sparen wir ein bisschen Zeit. Kriegen wir auch so rumgequatscht, glaube ich. Spielt ihr eigentlich auch selbst Red Dead Redemption? Würde mich mal interessieren, wie weit ihr mittlerweile seid. Ich meine, meine Folgen sind ja relativ lang mittlerweile. Am Anfang habe ich es ein bisschen kürzer gemacht, aber das ist ja never ending story. Und ja, ich weiß gar nicht, wann die hier rauskommt, die wir hier gerade aufnehmen zusammen. Allerdings, ja,
zieht sich das schon ganz schön und jemand, der nicht aufnehmen, rendern, schneiden muss und so, der ist bestimmt flotter unterwegs, wenn er genauso Sucht hat wie ich. Deswegen würde es mich einfach mal interessieren, seid ihr schon durch, seid ihr schon in den Epilogen oder seid ihr noch anfangen oder spielt ihr es überhaupt oder guckt ihr es nur bei mir? Würde mich mal interessieren, könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare reinschreiben, ich muss schon wieder was essen. Warte mal gerade. Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz mit diesem Totenschädel. Ich glaube, der Arthur ist krank. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Und natürlich seid ihr immer aufgefordert. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Es würde mich tierisch interessieren, wo ihr vielleicht nicht weiterkommt, wo ich euch helfen kann, wo ich vielleicht noch eine Special-Folge machen kann oder was ich euch hier vielleicht während dem Let's Play erklären kann. Einfach in die Kommentare reingeschrieben. Ihr müsst keine Sorgen haben. Es gibt keine dummen Fragen. Ihr werdet von mir auf jeden Fall eine dumme Antwort kriegen. Das steht fest. Ja, wie gesagt, ich bin immer gern für Tipps und kann ich nicht mehr grüßen, verdammt. War er zu weit weg, verdammt, verdammt. So, wir haben schon 6 Uhr. Alter, das war knapp. Jetzt grüßt er. Wo er fast über den Haufen geritten hätte. So, wir machen jetzt mal ein bisschen langsam. Hey, Mister. Hello, Mister. Hello, sir. Excuse me, partner. Partner? Hey there. Hey there. Hello. So, da ist es auch schon. Da sieht man schon weiß leuchten. Partner? Ja, mal eine coole Pose hier. Sieht aus wie James Dean. Was gibt's denn? Was ist denn das für Hansel? Die sehen so gar nicht aus, als würden sie hier nach Valentine gehören. Ja? What do you want? Do I look like a coward to you? I mean, obviously I do, because I look like that milksop there, but tis no matter. Can you help? Maybe. See, even he is sick of hearing your nonsense, you afterthought of a child. I apologize, sir, for his smell. Why don't we come back here, to somewhere more conducive to displays of utter gallantry and deep-seated inadequacy? Well, what did you have in mind? Shoot a bottle off my head, like William Tell. This is getting silly. Very silly. The man is a moron. Shoot one off mine instead. I'm the brave one. I'm not scared. I'm a good shot, but I won't even flinch. I don't want to hurt you, boys. Oh, I can't lose. Either I'll prove my masculinity or die and be spared his company. Come, sir, please. Okay, then. Listen, oh, just make sure Lord. Everyone knows you asked me to do this. Of course, of course, of course. You boys are ridiculous. Muss ich jetzt schießen, oder? Hey. Wieso habe ich denn diese komische Pistole in der Hand? Warte mal gerade. Please, put us out of our misery. Don't think good shot, sir. I didn't bat an eye. You got it. So, haben wir's dann. That was fun. What was? I feel like we didn't even do anything. Oh, of course you didn't. We all know you're hardly sentient at all. Another round, smaller bottles, sir. Please. What? I don't know. Please, this creature is unbearable. He needs silencing. I'll do my best.
As long as she witnesses that I'm doing this under duress. Oh, you boys are so silly. Oh, man, no, oh, man. While our courage holds. Ready? Shoot! Nothing to fear at all. Shoot mine. Now I'll stand on one leg. Me too. You keep shooting, sir, and this time you kill the beast. He emerged fully formed from the swamps, Helen. Silence, you blackguard. Sir, shoot the wretch. Ready? You're deranged. Na super. Shoot away, sir. My bottle and his brains, if you please. At least I have brains. Why? I must be the bravest man I know. Come on. Excellent. Whew. Now do one while I hop. Do one while I turn somersaults. Shoot me. Oh, give me the gun. Let me shoot him. For all mankind. I think me and the lady have had enough. Oh, I don't blame you, sir. This man's tongue, I would run too if I could. Here, for your skills and talents. Oh, thank you. Now, brother, I am going to walk Helen home. Don't follow us. She has an elderly aunt, and I fear the sight of you could finally finish her off. Helen, is this creep bothering you? You two, come along. Oh, no, there aren't two. There's me and the lizard man. Please, my angel, do not aggregate us both together. Boys, you are oh, man, was Kasperköppe. So, gut, das hätten wir auch. Was hätten wir denn noch? Achso, oh. Ja, da können wir schon eigentlich jetzt zu der Hauptquest übergehen. Ja, machen wir auch. Wir gehen mal zur Hauptquest über. Wegen der Adler. Mal gucken, was die Indianer von uns wollen. Wir sollen, glaube ich, irgendwas klauen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und somit wäre dann... ist das mein Gaul? Das ist aber ganz schön dreckig. Dann kannst du mal gerade... Ich musste mir erstmal striegeln hier. Wie siehst denn du aus, mein Freund? Ja. So bist du wieder ein Hübscher. Oh, der Sattel, der ist so toll. Da. Los geht's. Und wir grüßen wieder höflich alle Leute. You, Mister, excuse me. Have a nice evening. James Dean grüßen wir auch wieder. Uh-oh, mister. Hey, folks. Good evening, friend. Partner. Hey, mister. Hayden. Good evening. Gentlemen. Evening. Hey there, partner. Evening. Good day so far? Uh-huh. Evening, friend. Das ist so albern, aber ich muss Rufe aufbauen. Evening. Das ist so Ehre. Evening. Vor allem, wenn ich hier so komische Hillbillys grüße. Evening. 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 No. Er sah jetzt unfreundlicher aus, als er ist. Mister. Howdy. Evening, Mister. Hey, boy. Habe ich den Hund gegrüßt? Auch nicht schlecht. Dafür gibt's keine Ehre, oder was? Fast die Kutsche umgerannt. Oh Mann. Buddy? So. Yep. Dann nix wie ab. Dann lassen wir mal den Adler fliegen. Der war flach. So, irgendwo hier unten. Ah, da sind sie doch. Da kapieren sie. Das ist nur der eine, oder was? Der Sohn wahrscheinlich, glaube ich, gell? Der Sohn der Indianer. You came. Of course I came. Said I would. There's a foreman. His name is Danbury. Is the files in the office above the refinery room. It's that window with the blind drawn up.
I see it. If the files are as incriminating as we believe, Mr. Cornwall's men will destroy them if they know you're coming. There's only one of me, son. I don't intend for them to know I'm coming. What will the files say? There'll be a report from Leyland Oil Development Company. And you got the money? Yes. Any ideas how I sneak into this place? You could crawl under the fence or hide in a wagon. They keep rolling in. I'll go take a look. If there's a problem, call for me. I thought the whole point was that this had nothing to do with you. Ideally. If you are quick, you could climb into the back of that wagon. So, verstecken wir uns mal hier. Gespannt, ob wir das gebacken kriegen. Im Schleichen bin ich ja nicht so die Supernummer. Leise sein, damit uns der Fahrer nicht hört. Super, jetzt kommen uns welche entgegen. Wir gucken doch hier hinten rein, oder? Geht doch nicht gut. Hey Tom, picking up? Yep, supposed to meet the early train to Saint Denis. Okay, better get a move on then. Geht doch jetzt nicht gut. Doch jetzt hier hinten rein. Nee, hat er nicht. Okay. Krass. Komme ich jetzt hier auch wieder raus? Komme ich denn jetzt hier wieder raus? Y. Treppe hoch. Ist hier irgendwo hoch? Kehrt er in der Ecke, aber frag mich, wie lang noch. Nicht doch jetzt 100 Pro, oder? Nee. Da ist auch einer. Noch der, der guckt da hinten aus dem Fenster. Gedacht habe, wenn es nicht mehr schief geht. You must be Danbury. Who? What? Quieten yourself, friend. This won't take long. Komm, mein Freund. Danbury. Yes.
I need some papers, my friend. Nothing important. A file. I'm from head office. You're not from head office? Does that seem important? Halt die Klappe und gib mir die Papiere. I need a file by the Leland Oil Development Company. The one about the oil near Wapiti. I... Danbury, think, man. Mind is a terrible thing to lose. Especially over such a nice floor as this. It's here! It's here! Na dann, rück sie raus. Komm, auf. Hab sie ab. Gut, dann nehmen wir die mal. You done good, Danbury. Real good. They'll give you a promotion for this. No, Danbury. Danbury? Danbury, you okay? Tell the guard you're fine. Yes, it's just... I'm working. All's fine. Now stay quiet. Or head office will send me back to get you. Komme durch das Fenster aus dem Büro. Na dann. Hey, 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 hold it right there! Weapons on the ground and hands in the air. Easy now, fellas. Now, we won't tell you again. So, hui, das war eben, war ich ganz schön sprachlos, dass da auf einmal 30 Leute kamen. Kriegen wir hin. Dass wir die richtigen Papiere haben. That explosion came just in time. I was happy to watch some of that oil burn. So you met Mr. Danbury? Yes, don't yep. worry, he was very obliging. I thought you wasn't getting involved. Thought you were gonna enter and leave silently. Thank you. You saved my life. Thank you. I hope. Well, I don't know what I hope. But who knows? Maybe these will be of some use. Here's your money. Thank you. Ich will ihnen das nicht wieder zurückgeben, das will ich gar nicht annehmen von den Indianern. Die haben eh nichts. Die haben. Oder die haben nur verloren immer. Ganzes Leben lang. So, jetzt blinkt da ein Dutch auf. Ich schätze mal, das ist bei uns im Lager. Ja, das ist bei uns im Lager.
Dann würde ich sagen, reiten wir doch mal ins Lager. Vorher irgendwas zu tun müssen wir jetzt eigentlich nicht haben, oder? Ich denke nicht. Dann, ja. Machen wir es so. Ich reite für euch wieder ins Lager. Wenn unterwegs was passiert, werdet ihr das dann in der nächsten Folge sehen. Ansonsten sehen wir uns bei uns im Lager bei Dutch. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen super angenehmen Abend. Macht's gut und dann einfach bis morgen. Ich sag tschö. Mit Ö.